Hallo zusammen, willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe zum Blick auf die Börse. Diesmal gucken wir uns mal ein paar Tourismusunternehmen an, weil ja, es ist Urlaubszeit. Von daher, lasst uns loslegen. Die Branche rechnet ja so ein bisschen damit, dass alle Leute jetzt auf dem Revenge-Travel-Trip sind. Sprich, wegen Corona konnten so viele Leute so lange nicht wirklich wegfahren. Und da wird jetzt erwartet, dass jetzt jeder wegfahren kann, wer auch nur will. Oder umgekehrt. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass bei der Branche jetzt auch noch die Ukraine-Krise dazugekommen ist, mit den ganzen Sachen, die dazugehören. Dazu gehört auch die Inflation. Dazu kommen wir nachher noch mal kurz. Jetzt wollen wir erst noch mal ein bisschen schauen, was gibt es eigentlich für Unternehmen in dem Bereich und in was könnt ihr da so investieren? Das schauen wir uns mal an. Zum einen sind natürlich Airlines dort. Ganz klar, du musst ja irgendwo hinfliegen oder hinreisen. Da gibt es Unternehmen wie KLM, Air France, dann hast du natürlich die Lufthansa, American Airlines, EasyJet, all diese Kandidaten. Das nächste ist, du musst auch irgendwo schlafen. Dazu gibt es dann natürlich Hotelketten wie Marriott, Hilton oder natürlich auch Airbnb. Und dann gibt es auch noch die Frage der Reiseveranstalter oder so ein bisschen der Spezialisten. Dazu gehören dann natürlich Seiten wie Booking oder TripAdvisor. Ganz klassisch auch noch TUI, die bei euch ja immer mit in den Top-Traded-Aktien dazu gehören. Oder dann auch solche Unternehmen wie Carnival. Das ist ein Cruise-Veranstalter, also Kreuzschifffahrten. Und ja, für Corona haben die natürlich extrem auch darunter gelitten, weil das war ein tierischer Hotspot. Wer sich da angesteckt hat, der wusste, okay, ich bleib da jetzt erstmal stecken. Oder wer da ist und ganz viele hatten sich angesteckt. Ihr könnt euch vorstellen, wie das war. Es geht alles sehr rund. Wenn du jetzt sagst, okay, das klingt ganz schön, aber ich hätte doch lieber einen ETF, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, zum Beispiel den von Luxor, Leisure and Travel. Da muss man allerdings ein bisschen gucken, der ist vom Risikoprofil nicht ganz ohne, also der hat auf der Stufe 7 steht er von 7 möglichen Stufen, das heißt, du kannst natürlich die Chance haben, dass du relativ viel damit verdienst, aber das Risiko ist eben auch sehr hoch, dass du einiges verlierst. Also das musst du einfach gucken, passt das zu deinem Profil oder passt das eher nicht. Wie gesagt, ist die Reisezeit einfach jetzt so extrem wichtig für die Branche. Und die Größen wie Booking oder Airbnb haben auch schon gesagt, sie hoffen einfach darauf und gehen auch ein bisschen davon aus, dass der Boom jetzt schon ein bisschen zurückkommt. Was das Ganze jetzt aber schwierig macht, sind die krass hohen Inflationszahlen. Das wisst ihr ja auch, alles wird teurer und da ist einfach irgendwann die Frage, die sich Investoren stellen, wann sagen Verbraucher, okay, ich kann mir diese Reise jetzt nicht mehr leisten, das geht halt einfach nicht, ich muss doch was in meinem Portemonnaie zurückhalten für die ganz normalen Dinge, also die man einfach als Verbraucher ganz normal braucht. Deswegen waren auch in den letzten Tagen und Wochen auch die Reiseunternehmen teilweise unter Druck, die Aktien. Man muss jetzt einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber es sieht nicht so aus, als ob das Inflationsproblem der nächsten Zeit weggeht. Anderer Punkt ist auch noch, wir sind jetzt auch mit dem S&P 500 klar in einem Bärenmarkt drin. Das bedeutet, dass es mindestens 20% gefallen ist im Vergleich zum letzten Höchststand. Und die Nasdaq, also die US-Tech-Index, der wichtigste, der ist ja schon eine Weile im Bärenbereich drin und jetzt ist es eben auch der S&P 500. Also es ist jetzt gerade ein bisschen eine schwierige Phase, allerdings ist es natürlich auch für viele jetzt der Punkt, wo man sagen könnte, okay, die Sachen sind jetzt günstiger zu haben. Wenn du sowieso an ein Unternehmen glaubst oder an eine Branche, dann könnte man eventuell jetzt einsteigen. So, was gibt es sonst noch diese Woche? Wir haben noch ein paar kleine Zahlennachzügler, nämlich es gibt die Zahlen von FedEx und auch von Accenture. Wenn du dich für Accenture interessierst, da haben wir auch noch ein größeres Porträt auf unserem Blog. Kannst du dir da gerne mal anschauen. Und ansonsten war es das für heute und es war es auch erstmal für den Sommer, denn der Video-Broadcast-Ausblick geht in die Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt viel Sonne, habt eine gute Zeit. Tradet schön, investiert schön und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss und macht's gut.